Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir es gerade so geschafft, Freddy seinen Händen zu entkommen. Schaut unbedingt in der letzten Folge vorbei, es war so etwas von knapp. Und heute versuchen wir die sechste Nacht. Wir haben immer noch die Challenge, ob wir es schaffen, das Spiel ohne zu sterben durchzuspielen, also die sechste Nacht mit inbegriffen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich es schaffen werde oder nicht. Aber auf jeden Fall starten wir die sechste Nacht. Meine Güte, wird das kritisch. Okay, direkt kontrollieren. Okay. Chica ist schon mal weg. Chica ist schon mal weg. Bonnie steht noch... Shit, Kamera ausgefallen. Kamera wieder da. Bonnie weg. Okay, Kamera. Freddy steht noch da. Foxy schläft noch. Oder zählt seine Münzen. Keine Ahnung, was der hinter seinem Vorhang macht. So, da ist niemand. Freddy steht auf der Bühne. Sehr gut. Foxy interessiert es höchstwahrscheinlich nicht, was wir hier machen. Ey, wir haben jetzt gleich schon 10% verloren. Du willst mich doch verarschen. Foxy singt. Foxy singt. Freddy steht noch auf der Bühne. Das ist gut, das ist gut. Solange uns Freddy nicht stört, ist alles gut. Ist alles gut. Ich habe letzte Folge mit dem FNAF-Film angefangen zu reden, aber durch den Stress habe ich wieder aufgehört. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das umgesetzt wird. Und wie sie es machen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr... Oh Gott, Bonnie steht schon hier. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Foxy chillt noch hinter seinem Vorhang. Freddy chillt noch. Chica ist höchstwahrscheinlich wieder in der Küche und frisst Pizza. Da bin ich sehr dankbar darum, dass mich Chica hier nicht allzu hart terrorisiert. Wie in der dritten Nacht, das wäre übelst schlimm. So, Freddy ist noch auf seiner Bühne. Wir haben 1 Uhr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben nur noch 78%. Shit, da kam eine Meldung rein vom Computer, nicht gut. Aber weggedrückt, sehr gut. Bonnie, bitte geh einfach von der Tür weg. Geh so schnell wie möglich bitte von dieser Tür weg. Bitte, Bonnie. Bitte tu mir den Gefallen. Ja, er ist weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man eine Millisekunde brauchen? Okay, Foxy und Freddy halten die Füße still. Das ist sehr gut. Wir haben 1 Uhr. War gerade der Vorhang offen? Nee, doch nicht. Oh mein Gott, hatte schon Panik. Komm schon. Das wird sowas von knapp. Wenn wir jetzt weiterhin nicht terrorisiert werden, könnte das vielleicht noch klappen mit dem Strom, aber ich bezweifle das sehr. Bezweifle das sehr, dass das klappen wird hier. Wir haben 2 Uhr. Wir haben 2 Uhr. 64%. Wir haben 2 Uhr. Bitte, Bonnie, geh von der Tür weg. Bonnie, geh bitte von der Tür weg. Bonnie, danke. Vielen Dank, Bonnie. Du bist ein richtiger Ehrenmann. Ein richtiges Ehrenendoskelett, so gesagt. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. 58%. Scheiße, Bonnie ist wieder hier. Nicht gut, nicht gut. Bonnie, bitte sei ein Ehrenmann und geh wieder. Bitte, Bonnie, sei ein Ehrenmann und geh wieder. Bitte, Bonnie, geh wieder. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie, 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 Bonnie. Keiner Bonnie, danke. Ich brauche wieder... So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss doch klappen. Das muss doch klappen. Das muss doch klappen. Freddy steht immer noch auf seiner Bühne. Das ist sehr gut, dass Freddy immer noch auf seiner Bühne steht. Shit, Bonnie stresst.
Foxy singt, aber macht nichts. Foxy, Freddy halten immer noch die Füße still. Das ist sehr gut. Wir haben 47%, immer noch 2 Uhr. Oh Gott. Oh Gott. Bonnie ist weg, das ist sehr gut. Bonnie ist weg, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Freddy und Foxy halten immer noch die Füße still. Wir sind in der Hälfte. Das wird kritisch. Es wird sehr kritisch. So, komm schon. Shit, Bonnie wieder. Nicht gut. Okay, Bonnie. Oh Gott, Bonnie ist zum Glück wieder weg. Bonnie ist zum Glück wieder weg. Das ist sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Oh, jetzt piekt noch Foxy. Nicht gut. Wir müssen noch ein paar Minuten. Ich weiß gerade nicht mehr wie viel. 3,5. Shit, Bonnie wieder hier. Bonnie, bitte geh einfach wieder. Bitte geh einfach wieder. Yes, er ist wieder weg. Sehr gut. Sie stehen, wenn schon, hier nicht so heftig an der Tür. Sie kommen viel. Also Bonnie kommt sehr viel, aber er steht nicht viel an der Tür. Also nicht lange an der Tür. 30%. Wir haben 4 Uhr. Komm schon. Komm schon. Das muss doch klappen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bitte geh wieder, Bonnie. Bitte geh wieder. Yes, er ist wieder weg. Sehr gut. Sehr gut. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 24%. Nur noch 2,5 Minuten. Weniger. Shit, Bonnie wieder an der Tür. Nicht gut. Nicht gut. Freddy immer noch an seinem Ort. Bonnie geht. Bonnie gegangen. Sehr gut. Freddy immer noch an seinem Ort. Bonnie nicht mehr an der Tür. Niemand an der Tür. Foxy piekt immer noch. Freddy immer noch an seinem Ort. Niemand an der Tür. Freddy ist immer noch dort. Sehr gut. Bonnie hier. Nein. Okay, immer noch gut. Immer noch gut. Es läuft gut. 18%. 18%. Nur noch 1,5 Minuten. Nee, nicht das Licht wieder brennen lassen. Okay. Shit. Hallo? Wieso funktioniert das nicht mehr? Wieso funktioniert die Tür nicht mehr? Wieso hat die Tür nicht mehr funktioniert? Ach Gott, come on. Versuchen wir es gleich nochmals. Wir versuchen es gleich nochmals. Aber das ist der letzte Versuch, den ich unternehme. Ich habe das Spiel eigentlich durchgespielt, die 6 Nacht. Das ist einfach Bonus. Der Chica ist direkt schon wieder weg. Aber wieso hat die Tür nicht mehr funktioniert? Die Tür ist einfach ausgestiegen. Kann die Tür irgendwie nur begrenzt geöffnet und geschlossen werden? Dann steigt sie aus, oder wie? Ich weiß es nicht. Ey, aber warum konnte man die Tür nicht mehr schließen? Ist ja anders dumm. Ach Gott. Ey, wir waren so gut. Dann funktioniert aber die Tür nicht mehr. Okay, wenn die Tür nicht mehr funktioniert, die Kamera nicht öffnen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass die Tür dann nach dem Tag Kamera öffnen wieder funktioniert, aber dann kam Bonnie halt einfach gerade direkt rein. Und das ist halt nicht so gut. Aber halt auch die Türe nicht schließen zu können, ist auch einfach scheiße. Aber warum?
so nicht einfach nochmals. Stop, ist nicht stop, Bonnie! Geh weg! Danke! So, komm schon. Da ist alles im Lot. Wir haben 1 Uhr. Keine großen Angriffe. Wir haben zwar 20% schon verloren, aber bis jetzt alles reibungslos. Nur ein Angriff bis jetzt. Aber das kann sich noch ändern. Wir sind erst hier am Anfang. Bonnie steht wieder an der Tür. Freddy immer noch an seinem Platz. Bonnie weg. Das freut mich. So, da ist niemand. Auf den Kameras alles ruhig. Da ist niemand. Alles ruhig. Ich höre zwar Schritte, aber bis jetzt scheint alles so gesehen sicher zu sein. Aber mal schauen, wie lange das so bleibt. 68%, das ist 2 Uhr. Okay, das ist schon mal sehr gut. So. Moment, nichts Spannendes. Alles still auf den Kameras. Nichts Besonderes. Freddy denkt sich einfach nur, kannst du mal bitte aufhören, mich zu kontrollieren? Ich will auch mal meine Füße, also meine Beine vertreten. Aber nee, Freddy, ich lasse dich nicht von der Bühne weg. So. Bonnie kommt wieder Stress. Oh Gott, das hat mich jetzt gerade wieder ein bisschen gekriegt. Jetzt steht Bonnie länger vor der Tür. Unsatisfying. So, Bonnie ist von der Tür weg. Das ist schon mal sehr gut. So, ich will die Kamera nicht öffnen. So. Das ist nicht spannend. Freddy steht immer noch auf der Bühne. Foxy chillt immer noch hinter seinem Vorhang. Wir haben 50% und es ist 3 Uhr. Es läuft besser als vorhin. Oh, jetzt greift aber auch mal Chica an. Speziell. Ah, wie vorhin nicht. Die ist auch schon wieder weg, Chica. Foxy sucht immer noch keinen Stress, das freut mich. Bonnie und Chica haben jetzt jeweils einmal angegriffen. Freddy steht immer noch auf der Bühne. 47%, wir haben 3 Uhr. Bonnie greift an. Chica ist nicht hier. Bonnie steht noch vor der Tür. Kameras. Bonnie steht immer noch da. Chica ist nicht vertreten. Freddy steht auf der Bühne. Foxy immer noch hinter dem Vorhang. Chica nicht vertreten. Bonnie immer noch vor der Tür. Mir am Strom absaugen. Bonnie weg. Freddy immer noch auf der Bühne. Foxy immer noch hinter dem Vorhang. Chica nicht vertreten, Bonnie nicht vertreten, Chica nicht vertreten. Freddy Bühne, Foxy Vorhang. Nicht vertreten. Alles sicher, wir haben 3 Uhr und nur noch 36%. Das ist sehr scheiße. Das ist sehr schlecht. Das ist extremst schlecht. Wir haben 4 Uhr, 33%. Bonnie und Chica nicht vertreten. Freddy steht immer noch auf der Bühne, Foxy immer noch hinter dem Vorhang.
schließ die Tür. Freddy hat sich bewegt. Und ich kann die Tür zu Bonnie nicht schließen. Ey, es kann's doch nicht sein, Mann! Oh, Foxy! Oh, shit, jetzt habe ich Foxy gekriegt. Aber ich kann ab 4 Uhr kann ich diese Tür nicht mehr schließen. Warum? Oh, keine Ahnung. Oh, shit. Okay, 6 und 8 ist irgendwie unmöglich. Aber auf jeden Fall hätte ich gesagt, die 6 und 8 ist mir zu schwer. Ich kann die Tür einfach um 4 Uhr nicht mehr schließen, aus einem Grund. Weiß ich auch nicht warum. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich herzlich für den ganzen Support unter diesem Projekt. Und bin gerade im Überlegen, ob ich das nächste Horrorprojekt machen soll oder Hogwarts Legacy jetzt hier nach Five Nights at Freddy's. Bin ich mir gerade unsicher. Vielleicht mache ich da noch eine Umfrage, aber ich hätte gesagt, ich bedanke mich herzlich für den ganzen Support unter diesem Projekt. Hätte ich gesagt, schau gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei Live Modern Warfare 2 oder halt im nächsten Horrorprojekt oder nächsten normalen Projekt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.